Und damit sind wir zurück bei Let's Play Magic Duels. Beim letzten Part haben wir Jaces Jaces Kampagne beendet, wollte ich sagen. Wir haben die Sphinx besiegt mit einem Deckleeren, mit einem zerstörerischen Deckleeren. Es war ein sehr spannendes Duell, würde ich sagen, wenn auch etwas ungewöhnlich. Und ja, jetzt sind wir bei einer neuen Kampagne dran. Ich habe beim letzten Mal in den Kommentaren gefragt, welche, weil wir haben die drei schon gelesen. Es sind alles drei, die wir jetzt spielen, sind Frauen. Und es wurde gesagt, der Reihe nach. Also werden wir zuerst mit Liliana West spielen, die ja offensichtlich die Schwarzmagierin ist. Wir sehen jetzt hier ein anderes Bild als vorher. Ich weiß nicht, ob das einen Grund hat. Aber mir ist aufgefallen, dass man auch bei den anderen das sieht. Ich zeige euch kurz die Bilder. Hier ist die junge Chandra. Und hier ist die junge Nissa. Bei ihr ist halt das klassische Elfische. Ich verstehe nicht ganz, warum die Bilder jetzt anders sind. Ich habe nichts verändert. Aber gut, ist ja an sich auch nicht wichtig, weil ihr habt ja im letzten Part auch die normalen Bilder gesehen. Aber jetzt spielen wir getreu den Kommentaren, oder des Kommentars besser gesagt, Liliana West erstmal. Ich starte gleich mal das Duell, weil das können wir auch dann noch lesen. Dein Bruder Josu ist mit tödlichen Verletzungen vom Schlachtfeld heimgekehrt. Auf deiner Suche nach einer Möglichkeit, ihn zu retten, triffst du den geheimnisvollen Rabenmann, der dir von einem Heiltrank berichtet. Aber anstatt ihn zu heilen, verwandelt der Trank deinen Bruder in ein untotes Monster, das alles daran setzt, dich zu töten. Auch richtig schön. Wir wissen ja, sie war ursprünglich mal eine Heilerin. Und wenn es schon so losgeht, dass wir es schon am Anfang mit unserem Bruder zu tun haben, hier sieht er noch halbwegs menschlich aus, aber offensichtlich bleibt er das gleich nicht mehr. Dann weiß man schon, dass diese Kampagne sehr harmonisch wird. Ach ja. Josu der Verfluchte. Da ist er. Der Gegner beginnt die Partie. Wir gucken uns an. Ja, eine Schwarzspielerin, das dachte ich mir schon. Wir haben 5 Sümpfe. Dazu haben wir die schwarze Katze, eine Zombie-Katze. 1-1. Wenn sie stirbt, wirft ein Gegner eine zufällige bestimmte Karte ab von der Hand. Und wir haben den schlurfenden Ghoul. Er kommt getappt ins Spiel, hat 2-3. Ja, Schwarz spielt sehr viel auf Kartenzerstörung und sehr viel auf Lebenspunkte-Schaden. Finde ich ganz nett, die Wesen, die wir gerade haben. Wir behalten die Kartenhand mal. Er fängt ja an, er ist natürlich auch ein Schwarzspieler, war klar für den Untoten, aber ist schlimm, ne? Also, was heißt schlimm? Es ist komisch, dass wir gleich im ersten Duell gegen unseren Bruder kämpfen. Da ist er. Das ist also das untote Monster. Ja, sieht sehr untot aus. Also wahrscheinlich ein sehr tragisches Schicksal, was Liliana hat. Wir spielen uns im ersten Sumpf. Auch eine ganz komische Musik gerade. Machen können wir leider nichts. Ja, Bruder, ich wollte dich ja eigentlich nicht bekämpfen, aber sterben möchte ich auch nicht. Deswegen müssen wir leider einmal ran. Nächster Sumpf und wir haben die grausame Wiederbelebung gezogen für 5 Länder. Zerstöre eine Nicht-Zombie-Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Bringe bis zu einer Zombie-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Ja, natürlich spielt Schwarz auch viel mit Wiederbelebung. Das sollte aber eigentlich keinen überraschen. Ja, okay, welches Monster nehmen wir? Wir könnten die Katze nehmen oder den Ghoul. Der Ghoul kommt halt getappt ins Spiel. Das heißt, er kann uns nicht blocken. Also er kann nicht blocken. Die Katze könnte blocken, aber schwächer. Ich glaube, ich nehme den Ghoul als erstes. Ich nehme als erstes den Ghoul. Zur Not könnte es halt sein, dass wir in diesem in seinem nächsten Zug Schaden nehmen. Aber der Ghoul ist der Stärkere, deswegen. Er ruft sein erstes Monster, den Urborg Seelenfänger. 2-2, ein Mensch mit 2 und einem Schwarzen und einem Abwerfen einer Karte.
Oh, jeder andere Spieler verliert 2 Lebenspunkte und er kriegt Lebenspunkte dazu. Das heißt, wir hätten 18 und er 22. Oh, gefährliche Karte. Sollten wir Rass ausschalten? Okay, wir legen uns auf den Sumpf und wir haben den Knochenspeiser gezogen, eine Hexerei. Wir können eine Kreatur zerstören, müssen aber eine Kreatur von uns opfern als zusätzliche Kosten. Ja, typisch schwarz halt. Ich glaube, ich spiele erstmal die schwarze Katze. Damit wir von der schwarzen Katze den Effekt aktivieren können. Ach nein, der Effekt gilt nur, wenn sie stirbt. Ja, weißt du was? Dann opfer ich sie jetzt. Weil... sie hat nur 1-1. Die ist eh nicht so wahnsinnig stark. Ich glaube, das mache ich. Weil der hat einen gemeinen Effekt, sein Viech. Knochenspreise. Hier schon eine Kreatur zerstört werden soll. Ja. Opfern tun wir unsere schwarze Katze. Und durch die schwarze Katze muss er eine Karte abwerfen. Eine zufällige. Einen Sumpf. Okay, aber er hat jetzt keine Deckung. Wir könnten ihn angreifen. Ich glaube, ich greife ihn an. Ja, wieso nicht? Wir sind Schwarzmagier. Wir greifen immer an, wenn es geht. Weil wir wissen ja nicht, was er sonst noch für Viecher hat. Ich meine, vielleicht töten wir ihn ja gar nicht. Vielleicht wird er ja wieder normal, wenn wir ihn besiegen. Ja, die Hoffnung ist keine große, aber könnte ja sein. So, vierter Sumpf. Und ein neues Monster, der Straßenräuber. 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, verliert ein Gegner 2 Lebenspunkte und er kriegt 2 Lebenspunkte dazu. Ach ja. Das heißt, jetzt sind wir genau da, wo wir angefangen haben, nur dass wir 2 Lebenspunkte weniger haben. Das ist nicht schön. So, einen weiteren Sumpf und den Totengräber, den haben wir schon mal gesehen in Jaces Kampagne. Allerdings gegen uns. Aber wir werden ihn spielen. Wir können eh nichts anderes spielen. Und durch seinen Effekt können wir unsere schwarze Katze zurückholen. Ja genau, ich möchte sie zurückholen. Bestätigen. Wir können sie jetzt nicht mehr rufen, aber wir halten sie schon mal. Ja, greifen wir an. Ich meine, wir haben jetzt mit dem Totengräber einen Blocker. Und wir haben 2-3. Das heißt, wir haben 1 mehr Widerstand als seiner. Ich greife mal an. Entweder verliert er Lebenspunkte, dann wäre er genauso wie wir, oder er verliert sein Monster. Weil wir überleben, wegen dem höheren Block. Er behält sein Monster und verliert Schaden. Ja, okay. Dann haben wir jetzt gleich viele Life Points wieder. Und er ist dran. Er ruft den letzten Kuss. Der letzte... Oh Mann, ey, der Kerl. Fügt eine Kreatur 2 Schadenspunkte zu und er kriegt 2 Lebenspunkte. Das heißt, er kann unseren Totengräber töten und ist wieder auf 20 Life Points. Lieber Bruder, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Und natürlich greift er an. Das war klar. Der macht uns gerade ziemlich fertig. Das finde ich gar nicht so toll. Der hat gemeine Karten. Okay, einen weiteren Sumpf. Wir könnten jetzt die grausame Wiederbelebung spielen. Aber ist denn unser Totengräber ein Zombie? Ja, ist er. Weil man bringt ja einen Zombie aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Ist seines ein Zombie? Nein, ist er nicht. Wir könnten seinen töten. Und unseren Totengräber zurückholen. Das werde ich tun. Grausame Wiederbelebung. Und ja, ich möchte meinen Totengräber auf die Hand zurückholen. Jetzt hat er natürlich mal wieder keine Deckung, aber er hat wieder 20 Life Points. Wir können ihn jetzt angreifen, er hat dann nur noch 18 Life Points. Aber ich will ihn jetzt nicht angreifen, weil... Obwohl, er bräuchte was mit Eile, ne? Wir haben bisher bei ihm nichts mit Eile gesehen. Ja gut, dann greife ich ihn schon an. Wir hatten ja bei ihm bisher nichts mit Eile gesehen. Deswegen. Aber wenn das schon so beim ersten Duell losgeht, da freut man sich nicht unbedingt auf die Kampagne, ganz ehrlich. Die dürfte sehr knifflig werden, so wie es aussieht. Nächster Sumpf. Ruft er was?
Ja, natürlich ruft er was. Den Herrschaftsvampir. Kein Effekt, aber 3-2. Okay, wir spielen auch einen weiteren Sumpf und wir haben den Spontanzauber Ernte des Altars gesehen. Opfere eine Kreatur und ziehe 2 Karten. Okay, ich glaube, unsere schwarze Katze muss gleich wieder herhalten. Obwohl 2 Karten ziehen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, gell? Aber ich spiele sie mal. Weil ich meine, das kostet 1 Schwarz, dann hätten wir noch 2 Mana übrig. Wir könnten jetzt auch noch Totengräber spielen. Haben wir eigentlich ein Monster im... Aber wir haben im Moment kein Monster im Friedhof, dann bringt uns der Totengräber nix. Nein, ich bleibe erstmal so. Ich mache erstmal weiter. Und ich werde ihn jetzt auch nochmal angreifen, weil... Er macht 3 Schaden, aber wir haben 3 Blockschaus. Das heißt, die würden sich gegenseitig töten oder er verliert halt Lebenspunkte. Er blockt nichts. Okay. Dann haben wir beide mal wieder gleiche Lebenspunkte. Nein, ich möchte nichts spielen. Ich bleibe dabei. Er kann uns ja nicht angreifen. Wir haben ja die schwarze Katze zum Blocken. Er greift uns an. Benutzen wir jetzt gleich die schwarze Katze. Ich meine, der Effekt von ihr wirkt natürlich. Ja komm, warum eigentlich nicht? Er hat uns eh schon viel zu viel Schaden gemacht. Der Vampir stirbt halt nicht. Aber die schwarze Katze, der Effekt wirkt trotzdem. Er verliert seine Karte aus der Hand. Der letzte Kuss. Ach ja. Was? Wie, er kann ihn nochmal benutzen? Na toll. Er konnte ihn nochmal benutzen, das heißt, er hat wieder 18 Life Points. Okay, Sumpf. Und der gute alte Freund Totengräber, würde ich sagen. Damit wir unsere schwarze Katze wieder kriegen. Ich glaube, die ist um Stehaufmännchen ein bisschen. Ja, ich möchte sie wiederholen. Assistent des Nekromagiers, neue Errungenschaft. Schaue ich kurz auf die Uhrzeit, 12 Minuten. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass wir schon ewig gespielt haben, deswegen. Ja, und dann spielen wir die schwarze Katze gleich wieder. Und dann greifen wir jetzt an. Er kann nicht blocken. Ja, ich greife ihn an. Weil er hat ja schon wieder Lebenspunkte zurückbekommen. Dann hat er wieder gleich viele wie wir. Es ist im Moment so ein Putt. Ich meine, von den Monstern her sind wir im Vorteil, zahlenmäßig. Aber das heißt ja leider nichts. Vor allem nicht bei einem Schwarzspieler, weil man hat schon gesehen, der opfert mal schnell ein paar Monster. Okay, er legt einen Sumpf, mehr kann er nicht tun. Angreifen tut er nicht. Wir spielen natürlich auch einen Sumpf. Was haben wir bekommen? Die grausame Wiederbelebung. Aber wir haben keine Zombie-Karte auf dem Friedhof. Er wäre ein Nicht-Zombie. Wir könnten sie spielen, aber nicht in diesem Zug. Ich spiele erst die Ernte des Altars. Opfern wir mal wieder die schwarze Katze, um den Effekt zu aktivieren. Und dann können wir jetzt schon mal 2 Karten ziehen. Ach, noch eine schwarze Katze. Oh, wie schön. Und dann nehme ich, glaube ich, die Wiederbelebung nochmal, weil dann können wir sie gleich wieder zurückholen auf die Hand. Ja, komm. Gönnen wir uns den Spaß, dann ist sein Monster gleich Geschichte. Wir holen sie zurück. Ihr merkt schon, Schwarz ist auch eine Farbe, die speziell ist. Aber ich mag Schwarz. Schwarz ist eine tolle Farbe. So, jetzt hat er keine Monster. Und wir haben die beiden schwarzen Katzen auf der Hand. Ja, ich glaube, ich greife ihn jetzt mit beiden an. Ich meine, er würde 4 Life Points verlieren. Ja, komm. Mit einem Angreifen. Warum nicht? Er hatte ja bisher nichts mit Eile. Deswegen. Und er kann ja nur eine Karte pro Zug ziehen. Ich glaube, jetzt haben wir den Yosu im Griff. Zumindest im Moment haben wir ihn im Griff. Na, kannst du was machen? Er hat nur einen Sumpf gezogen. Er kann nichts machen. Okay, sehr schön.
Wir legen auch einen weiteren Sumpf und beide unsere schwarze Katzen. Wir haben ja genug Mana, das ist kein Problem. Mit den beiden können wir halt nicht angreifen, aber sehr wohl mit unseren beiden anderen. Mit denen greife ich auch an, weil wir haben zwei Blocker. Das passt ohne Probleme. Ja, jetzt sollten wir ihn haben. Er war halt mit seinem Lebenspunkt daheim ziemlich nervig, aber jetzt hat er nur noch 8 Life Points, damit unter Hälfte Leben. Jetzt sitzt er ein bisschen in der Falle, der Yuzu. Na, was machst du, Brüderchen? Einen Sumpf legen. Mehr kannst du nicht machen. Ja, schon blöd. Wir legen auch einen Sumpf. Und wir haben die Aaskrähe gezogen. Verliegend natürlich. Kommt getappt ins Spiel. 2-2 ist ein Zombie. Ja, könnte uns im nächsten Zug durchaus helfen. Wenn es noch einen nächsten Zug gibt, heißt das. Ja, gibt es. Wir machen ihm 6 Schaden von 8. Deswegen, es gibt einen nächsten Zug. Mit allen Angreifen. Er hat verloren. Egal was er zieht. Ich meine, ja, er hat wahrscheinlich noch Karten, die ihm Leben wieder zurückholen, aber ich meine, wir haben 16 Life Points und wir haben jetzt 5 Monster auf dem Feld. Ich glaube nicht, dass der was dagegen noch machen kann. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, er beendet nur, er kann nichts machen. Okay, dann rufen wir noch eine zweite Aaskrähe, weil wir sie gerade auf der Hand haben. Und dann versetzen wir eben mit all unseren Kreaturen den Todesstoß. Ja, schade, Bruder. Der Heiltrank hat ihn auf jeden Fall in irgendwas Böses verwandelt und wir mussten das machen, weil sonst hätte er uns getötet. Gern habe ich es nicht gemacht, weil der war bestimmt ein netter Kerl, gehe ich jetzt mal einfach von aus. Und komme ja nicht wieder, Zombie. Wir sind die Zombie-Herrscher. Ja, da hat er minus 6 Lebenspunkte und wir haben gewonnen. Yuzu, der verfluchte Tod. Liliana West gewonnen. Und wie so häufig darf ich mein Internet verbinden. Hooray! Wir haben auch noch knapp 13 Minuten. Das heißt, wir spielen da noch ein Duell. Ich hoffe, der speichert jetzt gleich. Ja, er speichert gleich. Weitere 10 Münzen. Mit Liliana, was ich übrigens einen sehr schönen Namen finde, by the way. Assistent des Nekromagiers. In Lilianas Kampagne in einem Duell 3 Kreaturen vom Friedhof auf die eigene Hand zurückgebracht. Ja, die armen schwarzen Katzen. Ein bisschen tun sie mir ja schon leid. Oh, ein schönes Bild hier an sich. Ja, da ist er. Wird von Zombies zerrissen, so wie es aussieht. Die dunkle Magie, die du studiert hast, rettet dich vor Yuzu. Aber deine Begegnung mit dem Tod wirft einen dunklen Schatten auf dich. Und du fühlst, wie sich die Welt um dich herum auflöst. Gerade eben warst du noch in den Ruinen des Wes-Anwesens. Doch im nächsten Moment stehst du auf einem unbekannten Friedhof, auf einer fremden Welt. Ja, ich nehme mal an, dass dieser Rabenmann uns das eingebrockt hat, ganz absichtlich, weil der uns ja, dieser Heiltrank hat ja Yuzu überhaupt erst verwandelt, deswegen. Oh je, keine gute Zukunft. Okay, hier haben wir jetzt das 20-Münzen-Duell. Wie gesagt, ich werde das noch machen. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Du erfährst, dass die Welt Innistrad heißt. Das haben wir auch schon mal gelesen. Hier verschreibst du dich der dunklen Kunst der Nekromagie. Aber Nekromantie würde da auch reinpassen, um dem Tod zu entfliehen, der um Haaresbreite dein Leben gefordert hätte. Du strotzt vor neuer Macht und triffst auf den Unterschlupf einer Einsiedlerhexe. Eine ideale Gelegenheit, dein Können zu testen. Ja, typisch Schwarzmagier, ne? Große Macht und dann wollen wir gleich etwas töten. Interessantes Bild mit dem Hirsch hier, finde ich. Einsiedlerhexe ist unser Gegner und ein sehr schönes neues Bild von Liliana. Er beginnt die Partie, wir haben den Knochenspreißel, die grausame Wiederbelebung und 2 Totengräber und 3 Sümpfe.
Hier würde ich gerne neue Karten anziehen, weil... Ganz ehrlich, die Effekte von den Totengräbern können wir nicht nutzen. Den Knochenspreise auch. Doch, den Knochenspreise an sich schon. Ja, okay, ich behalte sie doch. So, er fängt den Zug an. Oh, eine Grünspielerin. Ich dachte jetzt bei einer Hexe auch an Schwarz. Ja, gut. Ich will kurz unser Bild sehen. Ja, schickes Bild. Sieht sehr düster aus. Passt ja auch. Wir haben von den Toten auferstehen gezogen. Eine Hexerei. Bring eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Deiner Wahl, also können wir auch ihren Friedhof nehmen. Kreatur ist zu seiner Farben und Typen ein schwarzer Zombie. Okay. Dann fangen wir mal mit einem Sumpf an. Mal sehen, ob die Hexe mehr drauf hat. Josu konnte ja gerade nicht so viel, aber sein Leben regenerieren war halt nervig. Sie spielt ihr erstes Monster, den Dämmerungshirsch. Ah, deswegen Hirsch. 2-2. Mit einem Grünen kann sie ihn opfern und dann ein Standardland ins Spiel getappt bringen und das Deck mischen. Aber er hat keine Eile, er kann nicht angreifen. Okay, wir haben hier die Ernte des Altars gezogen. Zweiter Sumpf, wir können halt leider noch nichts machen. Ja, schwarze Kreaturen sind nicht zwangsweise billig. Das sind grüne allerdings auch nicht. Ja, sie kann uns angreifen, wir können nichts dagegen tun. Leider. Aber das heißt ja noch gar nichts. Wir wissen es von Josu vorher. Leben wiederholen gibt es durchaus. Geist des Obstheims 2-2. Kann außer von fliegenden Kreaturen oder Kreaturen mit Reichweite nicht geblockt werden. Also quasi ein Fliegender. Okay. Nächster Sumpf. Wir können immer noch nichts rufen, das ist irgendwie scheiße. Wir können auch unsere Zauber nicht benutzen, weil dazu müssen wir Kreaturen opfern. Wir haben aber noch keine. Ja, jetzt macht sie uns nochmal Schaden. Jetzt haben wir nur noch 14 Life Points. Ich hoffe, dass wir im nächsten Zug ein Monster kriegen. Weil im Moment sieht es nicht allzu gut aus. Ah, die schwarze Katze. Hallo, alter Freund. Ja, schwarze Katze oder den Totengräber. Den könnten wir jetzt rufen. Wir könnten natürlich die schwarze Katze benutzen und dann sofort den Knochenspreißel zum Beispiel. Oder halt die Ernte des Altars. Aber dann würden wir unser ganzes Mana opfern. Ich mach's mal. Schwarze Katze. Ja, Ernte des Altars oder Knochenspreißel. Das würde beides gehen. Bei dem einen kriegen wir halt zwei Karten. Und bei dem anderen können wir ein Monster von ihr töten. Ich nehme eine Speise und töte ihren Geist, weil der ja quasi fliegend ist. Und sie verliert eine Karte aus dem Blatt. Einen Wald. Ich weiß schon, wir haben jetzt kein Monster mehr, aber sie hat auch eins verloren. Und den Totengräber können wir am nächsten Zug holen. Wir haben jetzt genug Mana. Ja, sie greift uns nochmal an. Das war klar. Ja, greif uns ruhig an, Hexe. Du wirst schon sehen, Schwarz gewinnt. Das wissen wir schon vom Schach. Kleine Witze am Rande. Wir haben den schlurfenden Ghoul gezogen. Ja, aber der Blick kommt getappt ins Spiel. Ich nehme erstmal den Totengräber. Weil mit dem können wir uns die Katze vom Friedhof holen. Was wir auch gleich tun. Und der schlupfende Ghoul ist immer. Der Totengräber ist immerhin so stark wie ihr Hirsch. Das heißt, jetzt kann sie nicht mehr ohne Probleme angreifen. Außer sie macht wieder was Beschissenes wie eine Hexerei. Jagd machen, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Okay, das bedeutet, wir machen uns gegenseitig Schaden, weil sie haben ja beide 2-2. Und dazu nimmt sie den Riesenwuchs. Eine Kreatur kriegt +3/+3. Bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sie stirbt nicht.
Aber er gilt nur für einen Zug. Ja, dann macht schon unseren Totengräber natürlich fertig. Ach scheiße, jetzt kann sie ja noch angreifen. Das habe ich völlig vergessen. Das galt ja gerade nicht als Angriff. Oh je, jetzt wird's hart. Jetzt sollten wir keine Life Points mehr verlieren. Wir haben nur noch 7 Life Points. Ich meine, jetzt gilt es wieder nicht. Der hat jetzt wieder nur 2-2. Aber trotzdem, das tankt gerade sehr weh. Okay, weiterer Sumpf. Und ich würde sagen, schwarze Katze und schlurfender Ghoul. Beide, würde ich behaupten. Oder das von den Toten auferstehen. Ich meine, sie hat ein Monster im Friedhof. Den Geist. Nein, ich rufe erstmal meinen schlurfenden Ghoul, meine Katze. Weil ich glaube, wir brauchen erstmal Verteidigung. Weil die schwarze Katze kann abwehren, der Ghoul zwar nicht. Aber egal. Weil wir müssen was tun, die hat noch volle Life Points. Ja, greift sie an? Ja, tut sie. Das macht aber nichts, wir nehmen die schwarze Katze zur Abwehr. Der Effekt der Katze funktioniert ja trotzdem. Ziemlich gefährlich, die Hexe. Oh, sie verliert eine Karte aus dem Blatt. Einen Wald. Und sie ruft den Grabflügerwurm mit 4-4. Verursacht Trampelschaden natürlich. Trampelschaden ist sehr häufig bei Grün. Und er kommt mit 4+1+1 Marken ins Spiel, falls im Zug eine Kreatur gestorben ist, was der Fall war. Das heißt, er hat jetzt 8-8. Ja, wir werden dieses Duell verlieren. Haben wir den schlurfender Goblin. Wenn er stirbt, kriegt eine Kreatur -1/-1. Das ist ja nett gemeint, aber im Moment nicht unbedingt so toll. Wir haben 5 Länder. Für dich zahlen wir 4 Länder. Ja, ich will erstmal deine 8-8er loswerden. Das geht gar nicht. Der muss definitiv sterben. Das heißt, ich nehme den Goblin. Und dann, auch den Totengräber, glaube ich. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft auf die grausame Wiederbelebung. Was machen wir? Ist jetzt ein bisschen blöde Situation. Ich glaube, wie gesagt, wir werden dieses Match verlieren. Wir haben nur noch 3 Minuten. Ziemlich starke Hexe. Ich bin gerade halt am Schwanken. Ich meinte, wir könnten diesen Zug angreifen. Ich glaube, ich beschwöre den Totengräber. Wir können diesen Zug angreifen. Nein, können wir nicht. Aha. Ja, was holen wir? Ich würde sagen, wir holen die schwarze Katze wieder. Wegen der netten Effekt. Auf die Hand können wir nicht. Der hat ja seinen 8-8er. Der macht ja Trampelschaden. Angriff überspringen. Ich wollte jetzt schon sagen, das wäre irgendwie doof. Im nächsten Zug könnten wir seinen 8-8er töten. Ja, er greift mit beidem an. Ich würde sagen, wir versuchen alles, um den 8-8er abzuwehren. 3, 4, wir machen halt 6 insgesamt. Ja, wir müssen. Ich werde alles gegen den... Obwohl, weißt du was, warum eigentlich? Ich mache das gegen den Hirsch. Und die beiden gegen den Wurm. Weil wir müssen möglichst wenig Lebenspunkte verlieren. Achso, er hat den Effekt benutzt, das heißt, er hat jetzt ein Land bekommen. Weil der Effekt von dem Goblin gilt. Er macht uns halt 5 Schaden. Wir müssen dieses Viech loswerden. Ja, er soll natürlich Minus bekommen.
Noch und noch so eine schöne. Kommt mit 2 plus 1 Backen ins Spiel, falls ihm zu einer Kreatur gestorben ist. Reichweite. Boah, die Hexe nervt mich gerade. Damit hat sie einen 4-6er und einen 8-8er. Das haben wir gezogen. Nantuko-Hülle. Krieg plus 2 plus 2 müssen aber eine Kreatur opfern. Ein Zombie-Insekt. Ja, wir werden auf jeden Fall sterben. Der hat auch nichts in seinem Friedhof, was wir in irgendeiner Weise brauchen könnten. Wir werden auf jeden Fall sterben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch gespielt habe. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt spielen soll. Eigentlich ist es egal. Ja, komm. Wir töten noch seinen 8-8er mit der grausamen Wiederbelebung. Und zurück auf die Hand bringen wir den Totengräber. Aber wir werden trotzdem sterben, weil wir können jetzt nichts mehr... Ich meine, angreifen können wir sowieso nicht. Und wir können jetzt auch nichts mehr rufen. Aber sein 8-8er ist zumindest weg. Ja, wir müssen blocken. Es hilft nichts, wenn wir nicht blocken, verlieren wir. Der hat ja Gott sei Dank keinen Trampelschaden oder sonst was. Heftige Kreaturen hat die Hexe. So, wir haben einen weiteren Goblin gezogen. Als erstes würde ich gerne den Totengräber erst holen. Dass wir dann wieder ein Monster vom Friedhof kriegen. Ich würde sagen, wir nehmen den zweiten Totengräber. Da kann man den Effekt quasi doppelt machen. Und dann rufen wir noch den Goblin. Aber wir können ihn nicht angreifen. Wir haben sowieso keine Eile. Und solange der seinen mega fettes Insekt da hat, das funktioniert nicht. Okay, er greift nur an. Er hat nichts gelegt. Ja, ich blocke ihn mit unserem Gobbo. Es hilft nichts. Aber meinen Totenkleber würde ich gern behalten. Jetzt wird die halt nochmal, wird er halt nochmal geschwächt, aber ja nur für diesen Zug. Das ist relativ sinnfrei. Ein weiterer Wald. Genau, jetzt ist er wieder gesund, nämlich. Sumpf. Ich will mir ehrlich gesagt gerne seinen Trampelschadenviech holen. Dann können wir vielleicht doch noch was reißen. Er hat zumindest 4-4. Und falls im Zug eine Karte stirbt, kriegt er ja 8-8. Das wissen wir jetzt schon. Aber wir haben keinen Wald. Obwohl, wir können ihn ja trotzdem wiederbeleben, ne? Das mache ich. Ich hätte gerne seinen Wurm, also ihren Wurm. Unter meiner Kontrolle. Ja, greifen wir an. Wir könnten natürlich angreifen, sie kann nicht blocken. Aber sie hat halt dieses Kackviech, dann würden wir den Wurm im nächsten Zug verlieren. Deswegen greife ich nicht an. Vielleicht können wir das noch drehen, aber ist halt enorm stark. Greift sie an? Nein. Sie legt nur einen Wald. Auf Zeitspiel bringt ihr aber nichts, my lady. Okay, dann hole ich mir hier nochmal den Totengräber. Und hole mir hier ja den Goblin oder den Ghoul. Ich glaube, ich hole mir den Goblin, weil der war so schön billig. Und dann würde ich sagen, holen wir noch die schwarze Katze. Oder? Nein, ich hole mal unser Zombie-Insekt. Ja, und dann den Effekt aktivieren wir nicht. Der bringt nichts, weil der kann sowieso nicht angreifen. Er kann halt jetzt beides blocken, deswegen greife ich nicht an.
weil mit 6 Blockchance ist halt sein Insekt, seine Spinne zu stark. Also ihre Spinne. Ich glaube, wir überziehen gerade, aber wir werden dann einfach den morgigen Zug, den morgigen Part verkürzen. Der Dunkeldickichtwolf, 2-2. Kriegt 2-2 bis zum Ende des Zuges, kann aber noch einmal pro Zug aktivieren. Okay, weiterer Sumpf. Ich würde sagen, jetzt die Katze. Und ich würde sagen, die Ernte des Altars, um vielleicht mehr Karten zu ziehen. Dann opfern wir die Katze gleich wieder. Wir wissen dann... Ach, er verliert keine Karte. Das war dumm. Egal. Wir haben den rachsüchtigen Toten bekommen. Immer wenn ein anderer Zombie stirbt, verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Oh, sehr schön. Die Karte mag ich, weil wir haben ja viele Zombies. Und er hat 3-2. Okay, ja, opfern wir für das Insekt. Dann kriegt es ja 4-4. Weißt du was? Ja. Weil dann verliert sie auf jeden Fall ein Lebenspunkt. Und ich opfer hier mal einen der Totengräber. Dann verliert sie nämlich gleich einen Lebenspunkt. Ach, kann man das nochmal machen? Oh, man kann das nochmal machen. Ja, dann mache ich das selbstverständlich nochmal. Oder? Machen wir das nochmal? Ja, komm, das machen wir nochmal. Ich dachte, das kann man nur einmal machen. Gleich für den zweiten Totengräber. Dann kriegt er nämlich jetzt... Hat er nämlich jetzt 6-6. Und sie hat einen weiteren Lifepoint verloren. Oh, das ist ja ein geiles Viech hier. Okay, so würde ich es gerne belassen. Und dann würde ich gerne mit den beiden angreifen. Wir haben ja den Zombie zur Verteidigung. Mal sehen, was sie macht. Sie blockt den Wurm, aber der 6-6er geht durch. Das hätte ich an ihrer Stelle jetzt nicht gemacht, weil der 6-6er ist durchgegangen. Und wir wissen, der gilt als schwarzer Zombie. Durchs Wiederbeleben. Das heißt, er hat noch ein Lifepoint verloren. Das hätte ich jetzt an ihrer Stelle nicht gemacht. Ehrlich gesagt. Oh, das war wahrscheinlich dumm, gell? Ach, scheiße, das war dumm. Okay, das war ein Fehler. Egal, wir hatten eh kaum noch Chance auf dieses Duell. Beim nächsten Mal spiele ich intelligenter. Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass das dumm war. Egal, wir blocken, da es egal ist, wen wir blocken, blocken wir seinen Wolf. Weil, dann kriegt er Schaden. Ja, egal, ist halt 4-4. Er kriegt trotzdem Schaden. Weil es ein Zombie ist. Er wäre minus 2. Ach so, ja gut, aber normalerweise... Ernsthaft jetzt? Ich will doch gar nichts speichern. Ja, egal. Ich mach nochmal. Ja, wir haben 8 Minuten überzogen. Also die nächste Folge wird kürzer. Definitiv abgekürzt. Ja, sorry. Ich habe jetzt am Ende den Fehler gemacht, dass ich zu sehr auf diesen Sack vertraut habe. Das war... nicht klug. Oh, come on. Komm mir jetzt nicht mit so einem Blödsinn, wie du bist offenbar offline. Ja, ich speichere es, ich mache das jetzt nur, weil ich zur Sicherheit speichern will, dass er dann nicht kommt mit beim nächsten Mal, dass er das dann nicht gepackt hat. Deswegen mache ich das. Nur zickt mein Internet gerade mal wieder rum. Sorry, Freunde, dafür. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich wieder. Aber zumindest haben wir ein Duell von zweien gewonnen. Ja, wir wurden besiegt, das ist mir klar. Und nein, ich möchte nicht nochmal spielen. Das werden wir, die Hexe werden wir beim nächsten Mal einfach nochmal versuchen. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben zumindest ein Duell gewonnen. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie Schwarz funktioniert. Und ja, dann ist halt die morgige nur 20 Minuten statt einer halben Stunde.
bis dahin, Freunde. Heute kommt dann noch Game of Thrones für euch. Und ja, gehabt euch wohl.